Guten Morgen. Na, habt ihr auch alle schön geschlafen? Oh, ich heiße auch herzlich willkommen hier zurück zu Let's Play Kingdom Come Deliverance an einem wunderschönen Morgen, wie wir hier draußen sehen. Die Sonne scheint und wir gehen raus. Denn das Abenteuer erwartet uns. Wir müssen ja dem einen Typen noch zeigen, dass wir ihn besiegen können. Und danach wollten wir zum Hauptmann gehen, der uns zum Soldaten ausbildet. Dementsprechend. Okay, jetzt mal hier längs. Ich schau mal kurz, ob der, wo der steckt. Der läuft durch die Stadt. Also auf durch die Stadttore. Und ins Leben hinein. Ich habe ihn gerade gesehen, als wir in des Müllers Haus, in des Müllers Mühle das Fenster aufgemacht haben. Das Fenster, die Tür. Als wir die Tür aufgemacht haben, war es da ganz schön kaputt. Ich bin immer noch am Überlegen, ob das hier wirklich nur ein Badehaus ist oder ein anderes Etablissement. Gibt es da irgendwie bestimmte Beschilderungen im Mittelalter für? Irgendwelche bestimmten Zeichen? Was steht hier so abseits? Warum ausgerechnet hier ein Badehaus und nicht mitten in der Stadt oder so? Warum müssen die Leute, die feinen Herren, raus? Wobei die feinen Herren haben selbst so ein Badewannentrog-Ding. Naja, zumindest verlassen die das, die Burg dafür. Egal, was wollte ich sagen? Als wir die Tür geöffnet haben, habe ich gesehen, dass Heinrichs Klamotten ganz schön kaputt sind. Boah, die Texturen werden schon wieder nicht geladen. Warum werden die Texturen nie geladen? Was soll das? Dem A müssen wir folgen. Aber bei ihm hier sind die Texturen schon geladen. Merkwürdig. Ich glaube, ich brauche wirklich eine schnellere Festplatte. Das könnte daran liegen. So. Ich glaube, ganz hier oben waren wir noch gar nicht. Wir waren nur da unten in diesem Bereich. Haben entdeckt den Krämer. Oh, hier hätten wir abbiegen müssen. Ich frage mich persönlich gerade, gab es wirklich in genau in dieser Bauart diese Burgen? Weil ich meine, irgendwie mit den Steinwällen für so eine riesige Mauer erscheinen mir das halt ganz schön wenig Häuser zu sein. Oder sind hier so viele Häuser noch außenrum, die wir einfach noch nicht gesehen haben? Ich meine, da unten stehen ein paar. Da stehen ein paar. Hier. Okay, und hier ist noch so ein kleines Dörfchen. Ich meine, die Burg ist halt riesig. Vor allem, was ist das hier noch? Ich frage mich, ob das die Kaserne sein könnte, weil hier vorne der Übungsplatz ist. Weil da steht auch so ein Ding in der Mitte. So ein Boxring, hätte ich jetzt fast gesagt. So, er hier, ne? Milan. Dem wollen wir nochmal auf die Schnauze hauen. Weil der uns in seinem letzten Part verprügelt und da bin ich nicht mit einverstanden gewesen. Er hat es geschafft, dazu so ein, zwei Schlägen auszuholen, die Was willst du hier? uns echt hart erwischt haben. Ich will nochmal kämpfen, du Arsch. Kämpfen wir! Ha, habt ihr wohl nicht genug eingeschenkt, was? Du willst mehr? Na klar. Wir geben ihm zwar jedes Mal 2 Groschen, aber ich glaube, wenn wir ihn besiegen, kriegen wir deutlich mehr Groschen zurück. So wie bei den anderen beiden. So, Kollege. Ugh!
das waren ein paar schnelle Schläge, auf die ich nicht vorbereitet gewesen bin. Vorbereitet gewesen war. Eine doppelte Delle. Was für eine Delle? Ich dreh dir den Hals um, du Hund. Nee, lass es mal bleiben. Hals umdrehen mag ich nicht so. Aber der hat gesessen. Alter, der hat nicht eine Wunde irgendwie im Gesicht, dass er mal hier anfängt zu bluten oder so ein Scheiß, ne? Jetzt hat er einen Treffer Gesicht kassiert. Oh shit. Musst du jetzt weinen? Wenn meine Ausdauer mal leer ist, dann schenkt er mir richtig ein. Los, Berserker-Style. Einfach nur drauf. Oh, nicht gut. Und du bist ge- Komm schon. Schenk ihm ein, los, mach doch mal irgendwas. Heinrich, lass mich nicht im Stich. Hau ihn kaputt, Junge! Heinrich! Los, Heinrich, das ist dein Moment gewesen. Jetzt doch mal. Oh, oh. Verdammt, das sehe ich aber genauso. Oh nein! Oh, das gibt's doch nicht! Das sah zwischenzeitlich so gut aus, der hat geblutet ohne Ende. Wo, was können wir jetzt beim Faustkampf skillen? Irgendwas stand da faustkampfmäßig, dass wir uns verbessert haben. Da können wir gar nicht skillen.
Wildschwein. Du kannst dich gesund aus der Schwächen, indem du ihn beim Spurten anremmelst. Okay. Das klingt gut. Das lerne ich mal. So, jetzt müssen wir langsam hier mal wieder aufstehen. Heinrich, aufstehen. Soll es sein, dass wir gerade nicht aufstehen können? Ah, jetzt. Ich wollte gerade schon warten. Aber jetzt sind wir wieder fit. Was heißt fit? So richtig fit auch nicht. Ich gehe da mal schnell hoch. Per Schnellreise. Ja, dann werde ich mal irgendwie Richtung Alchemisten gehen oder so. Und gucken, ob die vielleicht was haben. Scheiße, ich brauche am besten jetzt erstmal so einen Waschtrog, weil ich bin gerade richtig kaputt und blutverschmiert. Die fehlt irgendwo ein Waschtrog. Die müssen auch hier irgendwo einen Waschtrog haben. Ah. Zumindest sind wir da natürlich schon mal ein bisschen sauberer. Jetzt gehe ich hier irgendwo. Das ist der Schmied. Das war Crema. Oder Alchemist. Hier hinten. Das heißt, ich gehe hier noch einmal rum, oder? Ne, ich gehe hier rein. Hallo, Herr Apotheker. Heile mich. Oder so. Ach man, Ladebildschirm. Also wenn es wirklich nur so ist, dass man seine Gesundheit immer nur beim Schlafen regeneriert, würde ich das ganz schön scheiße finden. Da ist mir ganz schön viel mit... Gott, du bist ja quietschfidel. Als ich dich das letzte Mal sah, dachte ich schon, ich müsste den Pfarrer kommen lassen. Ah, ich bin noch nicht ganz gesund. Um ehrlich zu sein, fühle ich mich noch schwach. Ach, reiß dich am Riemen. Du hast gute Knochen und hältst einiges aus. Also sei ein Mann. Na klar. Wegen der Schulden? Wegen der Schulden. Ach, ich muss dem 50 geben. Ich werde ein Weilchen brauchen. Ich werde ein Weilchen brauchen. Ich verstehe. Es eilt nicht. Ich bin mir sicher, du bist ein ehrbarer Mann. Ja, das definitiv, aber vielleicht kannst du mich nochmal heilen? Gott sei mit dir. Gut, danke. Was für Übung? Alchemie? Würdest du mich in der Alchemie unterweisen? Willst du mich verarschen? Ich soll dich unterrichten nach allem, was du getan hast? Okay, er kann mich nicht leiden, weil ich die Schulden noch nicht bezahlt. Verstehe. Lass uns handeln. Aqua Vitalis, das ist was Interessantes für... Oh Gott, ist das teuer. Das wäre was Interessantes für die Kämpfe. Ich brauche irgendwas Heilungsmäßiges.
Oh hier, das wäre perfekt. Retterschnaps. Also so ganz sehe ich da noch nicht, dass der uns theoretisch heilen könnte. Ich würde einfach gerne mal diesen roten Bildschirm hier wieder wegkriegen. Gibt es hier irgendwo eine Unterkunft oder sowas? Ich laufe mal die Straße weiter hoch. Vor allem der Stern interessiert mich, der Questgeber. Die Händler-Taverne. Der Wirt hat eine Aufgabe für mich. Reden wir mal mit dem Wirt. Du? Was willst du von mir? Braucht hier jemand Hilfe bei irgendwas? Weißt du, ob hier jemand meine Hilfe gebrauchen könnte? Kann sein. Berthold, unser Wildhüter, hat kürzlich bei irgendwas Hilfe gebraucht. Frag ihn, ob er immer noch eine helfende Hand gebrauchen kann. Alles klar, mach ich. Lass uns handeln. Wenn ich diese Sachen jetzt esse, dadurch wird meine Gesundheit ja nicht wieder besser. Da wird ja nur mein Hunger besser, oder? Ich muss es nochmal ausprobieren. So, ich esse einen Apfel. Dadurch wird meine Sattheit besser. Bei Heilung. Wenn ich jetzt zum Beispiel das Brot esse. Okay, steigt dadurch meine Gesundheit. Aber bei Apfel. Bei den Äpfeln da oben wird mir angezeigt, dass ich geheilt werde. Geil, durch Äpfel werde ich geheilt. Ist das auch durch Zwiebeln? Durch Zwiebeln auch. Und noch eine Karotte. Überfressen, sehr gut. Aber viel bringt das nicht. Ist das scheiße. Entdeckt Jäger. Wo habe ich Jäger entdeckt? Bist du ein Jäger? Wildhüter Berthold. Alles klar, der braucht doch Hilfe. Viel Gesundheit. Danke. Brauche ich. Gibt es hier zufällig Arbeit für mich? Kommt drauf an. Wie ist dein Gehör? Was? Ich sagte, wie ist dein Gehör? Perfekt. Du brauchst mich nicht anzubrüllen. Warum fragst du denn? Weil es da eine Kleinigkeit zu tun gibt. Aber ich brauche jemanden, der die Gegend kennt und besonders gut hört. Ja, kriege ich hin. Das sollte ich hinbekommen. Also gut. Mein Freund ist Vogelfänger und er hat mir ein paar seltene Nachtigallen zur Verwahrung überlassen. Sie sind gute Handelsware. Reiche Männer halten sie in ihren Kammern im Käfigen.
besänftigen damit ihre Frauen, wenn sie saufen und herumhuren gehen. Verstehe. Das Problem ist, dass die Nachtigallen fort sind. Ich weiß nicht wie, aber die Vögel sind ausgeflogen. Und du willst, dass ich sie finde? Du verlangst doch sicher nicht von mir, auf der Suche nach Vögeln im Wald herumzuflattern. Nein, das nicht. Zum Glück sind ihre Schwingen gestutzt, also können sie nicht weit sein. Die Turmwache meinte, sie flogen Richtung Vranik. Ich habe hier Fallen. Damit solltest du sie leicht fangen können. Gut, aber woher weiß ich, wo ich die Fallen aufstellen soll? Angeblich mögen sie Kiefern. Und bei Vranik gibt es einen Hügel voller Kiefern. Da stehen eine Menge Kiefern. Deshalb sollst du ja lauschen. Nachtigallen haben einen unverwechselbaren Gesang. Wenn du in der Nähe eine hörst, legst du an der Stelle eine Falle aus. Sie haben andauernd gezwitschert, während sie hier waren. Ich erinnere mich an die Melodien. Ich singe sie dir vor. Kann's kaum erwarten. Die Melodie geht etwa so. Was? Und sowas halten sich die Leute zu Hause? Das klingt wie eine Katze, der man am Schwanz zieht. Du weißt doch, wie es ist. Die feinen Leute sind eben seltsam. Kannst du dir die Melodie merken? Ja. Hab's mir gemerkt. Gut, hier sind die Fallen. Vergiss nicht, sobald du eine Nachtigall hörst, lege in der Nähe eine Falle aus. Nach einer Weile sollte sie hineintappen. Wird gemacht. Alles klar, dann machen wir das. Ich will schon für andere Leute Vögel fangen gehen. Ja, mal warte, die. Was kann ich hier noch finden? Eine Kirche. Da scheint mir eine Art Schmiede zu sein oder ein Sägewerk oder sowas. Wer bist du? Schmied. Ich rede mal mit dem Schmied. Oh, ich habe einen Schießstand entdeckt. Könnten wir das Bogenschießen üben? Wie geht's? Ganz gut. Was hat denn theoretisch anzubieten? Alles mit Alter, hier Waffen, alles. Hirnhaube hört sich sehr interessant an. Oh. Hufeisen. Gewöhnlicher Schild. Tja. Wo ist der Schießstand, wenn ich den schon entdeckt habe? Anderen Seite der Mauer wahrscheinlich. Ah, da unten ist Schießstand. Hier laufen nur Wachen rum, also nehme ich an, dass das tatsächlich die Kaserne ist oder Wachort, Posten. Der Wachposten. Nein, Wachposten. Nee, das ist nicht der Wachposten, aber das ist halt. Ich nenne es. Das ist die Kaserne. So. Und völlig lidiert gehe ich hier zum Training. Kann ja mal schnell was essen. Auch wenn es halt völlig drüber gegessen ist. Aber es ist wenigstens nicht mehr ganz so rot. Dann sage ich mal guten Tag, ne? Zum Hauptmann Bernard. Warte mal, wie hieß der Jäger? Hieß er nicht auch Bernard? Ne, Berthold. Berthold. Berthold hieß der Jäger. Bernard ist der Hauptmann. Glück und Gesundheit. Danke. So, Grundausbildung. Ich komme wegen der Ausbildung. Du bist der Junge, den Herr Ratzig schickt. Ich bin kein Junge. Ich bin kein Junge. Das entscheide ich. Und momentan scheinst du genau das zu sein. Und da du noch nie ein Schwert in der Hand hattest, fangen wir mit etwas Einfachem an. Gute Idee, die Grundlagen zuerst. Ja, ein paar Dinge weiß ich. Mein Vater war Schmied. Ich habe also ein paar Dinge gelernt. Schön, dann eben etwas Fortgeschrittenes.
Nun gut, dann zeig mal, was in dir steckt. Greif mich an und halt dich nicht zurück. Digga! Was geht denn bei ihm ab? Unterschlagen. Siehst du? Zuerst locken, dann überrumpeln. Ha! Voller Wind. Ich glaube, ich hätte doch. Das reicht. Du bist kein hoffnungsloser Fall. Aber dich zum Meister zu machen, wird schwierig. Wenigstens kannst du die Grundlagen. Versuchen wir etwas Fortgeschrittenes. Behalte stets den Abstand zwischen dir und deinem Gegner im Auge. Dies ist dein Radius. Versuch, deinen Gegner seitlich anzugreifen. So fällt es ihm schwerer, deinen Angriff abzuwehren. Wenn ich das Schwert erhebe, schlage von unten zu. Halte ich es gesenkt, presch vor. Versuchen wir es. Greif ein paar Mal die Seite an, an der ich mein Schwert nicht halte. Sehr gut. Gut, Lektion 2. Alles, was du bisher über das Blocken weißt, ist falsch. Wenn ich blocke, wehre ich deine Schläge leicht ab und habe die Kontrolle über den Raum zwischen uns. Aber es ist besser, zusätzlich auch die Waffe des Gegners zu kontrollieren. Greif an, dann zeige ich es dir. Gut, das reicht. Jetzt du. Der Trick ist, die Stellung zu halten. Sobald ich angreife, blockst du. Damit schlägst du die Klinge zur Seite. Nein, nicht so. Das Schwert nicht starr halten, sondern im Einklang mit dem Angriff bewegen. Nochmal. Gut gemacht. Ah, geil, okay. Vielleicht kann ich das beim Faustkampf ja auch machen. So ist's recht. Genau. Gut gemacht. So, und jetzt etwas schneller. Konzentriere dich und blocke genau dann, wenn ich zum Schlag aushole. Ich schlage jedes Mal von oben zu, damit du alles siehst. Schön. So ist's recht. Ich muss gestehen, ich habe bislang immer, wenn ich blocken wollte, dauerhaft geblockt. Insofern. So ist's recht. Das ist gut zu wissen hier. Jetzt kann ich gar nicht blocken. Und jetzt mit vollem Tempo. Vermutlich klappt es nicht sofort, aber das ist anfangs normal. Du musst üben. Los geht's. Oh Gott. Warte kurz, Heinrich. In Slow-Mo war das einfacher. Grüße, Herr Hans. Was führt dich her? Ich kam vorbei und bemerkte, dass du Herrn Razis geschätzten Gast unterhältst. Nicht dasselbe wie einen Hammer zu halten, was, Schmied? Herr Razis hat es befohlen. Ich weiß. Eigentlich wollte ich am Schießstand üben. Meine Hand ist ganz steif geworden. Du hast doch nichts dagegen, Bernhard. Keineswegs, Herr. Guten Tag, Sohn des Schmieds. Tu dir nicht weh.
Ich mag ihn jetzt schon nicht. Wo waren wir? Ach ja, den Gegner dorthin locken, wo man ihn haben will. Es gibt noch einen Weg, Schlägen auszuweichen. Den Schritt zur Seite. Greif an, ich zeige es dir. Gut, versuch's. Weiche nicht zu früh aus, sonst sehe ich, wohin du willst und treffe dich. Dasselbe passiert, wenn du zu lange wartest. Ich werde langsam angreifen. Sobald ich meine Waffe hebe, spring zur Seite. Das bringt mich etwas aus dem Rhythmus und verschafft dir einen Vorteil. So ist's recht. Gut gemacht. Gut. Und nun etwas schneller. Versuch dich an den Rhythmus zu gewöhnen. Lass deinen Gegner niemals aus den Augen. Du kannst Angriffe erkennen, noch bevor sie ausgeführt werden. Gut gemacht. Gut gemacht. Gut. Und die letzte Lektion für heute. Ein Trick. Hebst du dein Schwert, zwingst du den Feind zu einer Parade. Änderst du dann im letzten Moment die Richtung, wird dein Gegner nicht wissen, wie ihm geschieht. Versuch's mal. Zieh die Waffe zurück, ändere die Angriffszone und schlag zu. So hat er keine Zeit zu reagieren. Ja. Genau. Ja. Nicht schlecht. Gut gemacht. Nicht so, verflucht. Nein. Ja. Genau. Sieh an, sieh an. Gar nicht schlecht. Vielleicht hast du ja doch das Zeug dazu. Na klar. Aber nicht übermütig werden. Du magst talentiert sein, aber das allein ist nicht alles. Du musst oft und hart üben. Jawohl. Warte. Herr Ratzig verlangte auch, dass ich dir das Bogenschießen beibringe. Komm mit. Ich komme gerne mit, aber das machen wir erst im nächsten Part. Bin mal gespannt, wie das Bogenschießen ist, weil das Bogenschießen ist ja bislang, wie ihr wisst, ohne Fadenkreuz. Aber wir schauen uns das mal im nächsten Part an. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, Abend, was auch immer. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Bis dahin und auf Wiedersehen. Tschüss.